Guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist 18 Uhr. Ich denke, wir können anfangen. Es ist eine erfreulich hohe Teilnehmerzahl von über 50 Personen. Ich begrüße Sie zu diesen Veranstaltungen vom Verein für Hamburgische Geschichte. Einige von Ihnen haben im vergangenen Jahr schon mal Vorträge von mir gehört. Und Herr Nikolaisen und ich hatten abgesprochen, dass ich das jetzt mal fortsetze, weil die regulären Veranstaltungen des Vereins ja wieder wegen der Corona-Pandemie eingestellt worden sind. Und wir haben uns geeinigt, dass wir das an dem üblichen Mittwoch um 18 Uhr machen. Das heißt, eine Zeit, die Sie ja normalerweise auch verwenden, wenn Sie zu den Veranstaltungen des Vereins kommen. Sie haben eben schon gesehen, dass es aufgezeichnet wird. Herr Nikolaisen hatte mich darum gebeten, sodass dieser Vortrag dann später auch wie die vorhergehenden drei Vorträge bei YouTube reingestellt werden können. Wenn wir nachher in die Diskussion gehen, werde ich die Aufzeichnung abstellen, sodass Sie keine Angst zu haben brauchen, dass Sie irgendwo im Netz erscheinen werden. Ich werde zunächst mal jetzt umschalten. Ja, Sie sehen inzwischen meinen Bildschirm. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Jörg Beleitis. Ich wohne seit gut 80 Jahren in dieser schönen und an vielen Stellen interessanten Stadt. Ich bin von Haus aus kein Historiker, sondern gelernter Lehrer mit den Fächern Mathematik, Physik und Informatik. Und ich habe ja fast 4 Jahrzehnte lang in Hamburg-Wandsbek in einem Gymnasium diese Fächer unterrichtet. Habe mich aber schon in meiner Zeit als Lehrer und vor allen Dingen seit meiner Pensionierung mit hamburgischer Geschichte, Kulturgeschichte, Architekturgeschichte beschäftigt. Und daraus sind im Laufe der letzten, ja jetzt ja schon fast 18 Jahre, eine ganze Reihe unterschiedlicher Stadtrundgänge entstanden und im Zusammenhang damit auch einige Vorträge. Zu Lindley gibt es keinen Stadtrundgang von mir, aber ich habe dieses Thema einmal aufgegriffen, als ich vor vielen, vielen Jahren im Laufe des Kontaktstudiums bei Frau Wolfschmidt ein Geschichtsseminar zur Geschichte der Naturwissenschaften im Zusammenhang mit der Mamuka Brandt mitmachte. Und habe das dann vor 2, 3 Jahren, glaube ich, bei Frau Schmersal nochmal wieder aufgegriffen. Was ich als Grundlage nehme, das werde ich Ihnen gleich noch erzählen. Es gibt eine ganze Reihe von Aufsätzen, von Büchern über Lindley. Ich möchte Ihnen 3 vorstellen. Einmal das dicke Buch, was 2008 zum 100. Geburtstag von Lindley erschienen ist, als eine Ausstellung im Museum für Hamburgische Geschichte. Damals war es gerade das Hamburg-Museum, durchgeführt wurde in dem Zusammenhang von vielen verschiedenen Verfassern. Dieses Buch konzipiert wurde, was herausgegeben ist von Orfing Pelsch und Susanne Goetz oder Pelk. Ich weiß aber nicht genau, wie ich Ihren Namen spreche, Herr Pelk. Und daneben ist dann vor einem halben Jahr etwa von Ortwig Pelk, der ja lange Zeit im Museum für Hamburgische Geschichte Teilungsleiter gewesen ist und noch viel, viel länger, wie wir damals hörten, Mitglied des Vereins für Hamburgische Geschichte ist. In den Verein ist er schon als Schüler eingetreten. Er hat eine wunderschöne Biografie geschrieben, William Lindley, Ingenieur und Stadtplaner. Und ich möchte keinesfalls als Konkurrenz auftreten dazu, sondern eigentlich nur als Ergänzung. Ein drittes Buch, was ich nennen möchte, ist ein vom Denkmalschutzamt herausgegebenes Heft, ein Ingenieur startet durch. Das ist ein Projekt der Klosterschule zusammen mit der Stiftung Denkmal aktiv, in dem Schüler eine ganze Reihe von Aufsätzen geschrieben haben, nachdem sie sich unter Anleitung eines sehr engagierten Lehrers mit diesem Thema beschäftigt haben. Ein Buch, was ich auf jeden Fall erwähnen möchte und vor allen Dingen ein Verfasser, den ich auf jeden Fall erwähnen möchte, ist Professor Hermann Hipp. Ich habe bei Herrn Hipp viele Vorlesungen gehört im Laufe des Kontaktstudiums, habe mit ihm auch im Campusprojekt zusammengearbeitet und ich verdanke ihm sehr viel zu dem Wissen, was ich über Hamburg habe. Einmal möchte ich erwähnen seinen lange vergriffenen Dumont-Kunstführer über Hamburg, in dem Lindley an einer ganzen Reihe von Seiten erwähnt wird. Ausdrücklich hinweisen möchte ich auch auf seinen Beitrag in dem schon erwähnten großen Band von 2008, wo er sich mit William Lindley und dem Städtebau in Hamburg beschäftigt.
Übrigens ein Thema, was ich in meinem Vortrag nicht anreißen werde. Ich werde auch gleich sagen, warum. Planungen, die Lindley für Bamberg gemacht hat, liegen in großem Maße. 19 Stück sind in dem Buch, von dem ich eben redete, erwähnt worden. Sie sehen hier alle 19. Ich will einige davon herausnehmen, um zu zeigen, wie umfangreich das ist. Er hat angefangen mit der Vermessung und Vorbereitung der Hamburg-Lübecker Eisenbahn, die nicht realisiert wurde. Dann setzte es groß ein mit der Planung der Hamburg-Bergedorfer Eisenbahn. In dem Zusammenhang wurde der Hammerbrook erschlossen. Dann gab es einen Ausbau dieser Hamburg-Bergedorfer Eisenbahn Richtung Berlin. Dann gab es Planung von ihm für die Eisenbahnverbindung wieder Hamburg-Harburg. Ganz wesentlich die Planung der Sielanlagen, die Planung und Errichtung der Wasserversorgung für Hamburg, die Planung für die Gasanstalt auf dem Grasbrook. Hat er sich engagiert in den Teilen des Hafenplans, als Hamburg dann die ersten Hafenbecken bekam und man sich überlegen musste, ob man Tidehafen oder Dockhafen haben wollte. Ganz wesentlich ist ein Bau in sozialhygienischer Sicht, Wasch- und Badeanstalt am Schweinemarkt und noch einige weitere nicht realisierte Teile. Das nur als kurzer Überblick dafür, was Lindley für Hamburg gemacht hat. Heute erinnern in Hamburg noch eine Reihe von Gegebenheiten an ihn. Es gibt einmal in der Nähe von dem Turm am Rothenburgsort die Lindleystraße. Es gibt am Baumwall, unterhalb der U-Bahn-Haltestelle Baumwall, ein Denkmal für ihn, ein vollplastisches Denkmal und den Eintritt für die Sielanlagen. Übrigens ist an dieser Stelle ein Fehler. William Lindley ist nie Sir geworden, nur sein Sohn hat diesen Titel mal bekommen. Aber das fehlt mir ja manchmal, dass sich Fehler über Jahrzehnte halten oder nicht mehr verändert werden dürfen. Er ist im Rathaus im Phoenixsaal an einem der vier Medaillons, die sich im Phoenixsaal befinden, verewigt, also an einer ganzen Reihe von verschiedenen Stellen. In Hamburg war er lange kaum bekannt. Das hat sich dann wieder ein bisschen verändert. 2008, 200. Geburtstag von Lindley, weil damals eine große Ausstellung im Museum für Hamburgische Geschichte durchgeführt wurde und in dem Zusammenhang auch das schon erwähnte große Buch herausgekommen ist. Es gibt seit 3 Jahren eine Reality-App des Denkmalschutzamtes. Das heißt, Sie können dann mit Ihrem iPhone oder mit Ihrem iPad in die Hamburger Straßen gehen, diese App einstellen und dann erscheint Ihnen Lindley an geeigneten Stellen. Hier steht er zum Beispiel gerade am Jungfernstieg auf einem Auto und erklärt mir, was er in dieser Gegend gerade gemacht hat. Also wer das noch nicht kennt, dem empfehle ich diese App einmal, um mit der durch Hamburg zu gehen. Es gibt viele, viele Schriften von Lindley. Sie sehen hier 2, eine zur Entwässerung der Stadt Hamburg an den hochlöblichen Rat, im Auftrag des hochlöblichen Rats und der Bürgerdeputation entworfen. Dann Erläuterungen dazu. Die kann man in der Staatsbibliothek zum Teil direkt einsehen. Einige sind auch digital einsehbar, weil die SUB ja im Laufe der vergangenen Jahrzehnte sehr viele Dinge digitalisiert hat. Auf all diese Schriften werde ich kaum eingehen. Ich möchte mich in meinem Vortrag beziehen auf das sogenannte Lindley-Album. William Lindley hat 1852 von einer ganzen Reihe von Hamburgern, ich werde gleich einige davon aufführen, ein Album geschenkt bekommen, eigentlich zu seiner Hochzeit. Allerdings hat er so schnell geheiratet, dass ihm dieses Album dann erst ein gutes halbes Jahr später überreicht werden konnte. Dieses Album ist zum Beispiel auch in diesem Buch von 2008 an verschiedenen Stellen mit einigen Abbildungen vertreten. Es gibt dann von Olaf Mattes einen ganzen Artikel, der sich auch diesem Thema widmet, in dem Zusammenhang William Lindley und das Bürgertum und in dem im letzten Jahr bei Waldstein herausgekommenen Buch mit der Biografie Lindleys ist auf mindestens 4 Seiten dieses
Album mit Abbildung vertreten. Das Album wurde errichtet, wie ich eben schon sagte, als Lindley die Tochter von Martin Eduard Herlein und seiner Frau Juli heiratete. Sie kennen vielleicht in der langen Reihe das Herlein-Stift, was nach ihm benannt worden ist. Lindley hat 1852 Juli Herlein geheiratet, hat im Januar 1853 von ihr den ersten Sohn bekommen und dann sind noch weitere Kinder aus dieser Ehe hervorgegangen. Dieses Album werde ich als Grundlage nehmen. Man kann ganz, ganz viele Möglichkeiten wählen, wie man sich Lindley nähert. Und so viel ich weiß, möglicherweise liege ich da natürlich falsch, ist dieses Lindley-Album als eigenständiges Album nie irgendwo in einem Aufsatz behandelt worden. Oder zumindest muss ich sagen, ich habe ihn nicht gefunden. Dieses Album selber ist verschollen. Es gibt es möglicherweise noch in der Familie Lindley direkt, aber ansonsten ist es eben nur als ein Exemplar vorhanden. Aber der Sohn von Lindley hat nach dem Tode von Lindley Erinnerung an den Verstorbenen für den Freundeskreis ein Faksimile von diesem Album vervielfältigt und 1900 an eine Reihe auch von Hamburgern geschickt. Und aus diesem Bereich sind, soviel ich weiß, in Hamburg an öffentlich zugänglichen Stellen 5 Exemplare vorhanden. Mich würde natürlich interessieren, ob irgendwo noch in Hamburg im Privatbesitz eines dieser Erinnerungsalben vorhanden ist. An öffentlichen Stellen ist es also einmal in der Staats- und Universitätsbibliothek vorhanden, kann dort im Handschriftenlesesaal eingesehen werden, dann liegt es im Staatsarchiv und dann ist es in der Museumsbibliothek, im Museum für Hamburgische Geschichte vorhanden mit 2 Exemplaren und es liegt im Denkmalschutzamt. Im Museum für Hamburgische Geschichte kann man es sehr viel leichter übrigens einsehen als in der Staatsbibliothek und man kann dort auch, konnte jedenfalls leichter Fotos dazu machen. Weil dieses Album nur einige Aspekte herausnimmt, kann ich in diesem Vortrag natürlich nicht all das, was ich an den 19 Projekten Ihnen am Anfang gezeigt habe, ansprechen. Das wäre auf jeden Fall zu viel. In dem Album, was ich zur Verfügung hatte, also in dem Faksimile-Nachdruck, fehlen 2 Blätter, die Lindley nämlich mal ausgeliehen hatte und nie zurückerstattet worden waren. Es gibt nur die Beschreibung zu diesen Blättern, sodass ich da an den Stellen dann auch einiges andere mit heranziehen werde. Das Album ist gegliedert in Beschreibungsblätter und die eigentlichen Blätter, die als grafische Darstellung von Soltau angefertigt worden sind. Und ich werde Ihnen immer kurz dieses allgemeine Beschreibungsblatt zeigen, weil es insgesamt gesehen eben auch grafisch hübsch geformt ist. Den Text brauchen Sie nicht zu lesen. Ich werde einzelne Teile daraus im Vortrag dann jeweils auch erwähnen. In diesen Widmungsteilen sind eine ganze Reihe von Unterschriften angegeben. Sie sehen das augenblicklich rechts im Bild. Links sind die Namen dort nochmal angeführt und ganz unten hat der Grafiker gezeichnet, dass er für eine getreue Kopie derselben steht. Hier sehen Sie das eigentliche Widmungsblatt und können schon erkennen, dass Soltau das grafisch immer sehr ausführlich gestaltet hat. Hier sind zum Beispiel oben die beiden Wappen der Familie Lindley und der Familie Herlein miteinander verbunden. Dann gibt es, weil die eine Familie aus Bordeaux ursprünglich stammt, die andere aus London, deren Wappen. Dann ist hier eingeführt, wann das Ganze hergestellt worden ist. Und es sind eben die Originalunterschriften der hier Beteiligten dort vorhanden. Und das ist, wenn man so will, ein Schnitt durch die wirklich oberste Schicht Hamburgs um 1852. Sie sehen hier nochmal einige Aufschriften, zum Beispiel Amsig, Abendrot, Godefroy. Gut, ich werde hier einige jetzt herausnehmen aus diesen vielen. Das ist eine Zusammenstellung, die in diesem Buch erschienen ist, im Nachtrag oder im Anhang zu dem Artikel von Olaf Mattis, wo alle Namen, die hier aufgeführt sind, erläutert werden. Und ich werde eben nur einige herausnehmen. Zum Beispiel Abendrot
Rechtsanwalt und er gehörte mit zum Direktorium der Hamburg-Bergedorfer Eisenbahn. Oder Theodor Dill, das war der Retter der Börse. Wir werden das Börsengebäude auch gleich einem Blatt sehen. Oder Godefroy, oder Godefroy, wie er häufig in Hamburg auch genannt wird, der Reeder, für den Lindley auch etwas entworfen hat. Oder hier an dieser Stelle Jenisch, Sie kennen das Jenischhaus, als Kaufmann und Senator hat er sich entscheidend am Wiederaufbau Hamburgs beteiligt. Jons, ein Kaufmann, auch Mitglied im Gründungskomitee der Hamburg-Bergedorfer Eisenbahn, Mitglied der Bürgertümerdeputation zum Wiederaufbau der Stadt Merck, Sie kennen die Merckstraße, die Merckhalle, ebenfalls an vielen, vielen Stellen in Hamburg beteiligt gewesen. Petersen, Senator, Bürgermeister, Rosenrunge, Schlüter, Schlüterstraße, kennen Sie, Jurist, Senatssekretär, der zum Beispiel mit den Lindlischen Hammerbrookplänen zu tun gehabt hat. Schwarze, ebenfalls Jurist und Senatssekretär, ebenfalls Mitglied im Senatssyndikus tätig, Präses dieser eben schon erwähnten Rat- und Bürgerdeputation. Robert Miles Sloman, der Reeder, Kaufmann, der Lindley mit einem Plan für einen Trockenblock beauftragte. Oder hier als letzten genannt, Woermann, der den Hamburger Afrikahandel ja ganz wesentlich bestimmt hat. Olaf Matthes bemerkt zu dieser Liste in dem Buch, mehrere wichtige Freunde fehlen auf dem Unterschriftentableau des Lindley-Albums, entweder weil sie in der Zwischenzeit verstorben oder nicht mehr zurechnungsfähig waren. Letzteres traf zum Beispiel auf den ihm so wesensverwandten Architekten Alexis de Chateauneuf zu. Matthes schreibt übrigens noch dazu, es wäre mal eine eigene Untersuchung wert, die Vernetzung all dieser mit Lindley in einer eigenen Untersuchung durchzuführen. Nun kommen wir zu den ersten sozusagen echten Blatt, dem Familienblatt. Ich habe es links schon mal eingeblendet. Ich werde es gleich größer zeigen und dann Ausschnitte daraus zeigen. Und Sie sehen in dieser Beschreibung immer, ohne dass Sie sie jetzt im Einzelnen lesen, es wird auf einzelne Stellen hingewiesen, zum Beispiel die Jahre im Predigerhaus in Wandsbek oder dass die Eisenbahn von Hamburg nach Bergedorf hergestellt hat. Schauen wir uns das Blatt mal im Einzelnen an. Es ist in der Mitte zunächst mal der Vater von Lindley abgebildet, der astronomisch sehr tätig gewesen ist. Es wird hier der Genius der Architektur abgebildet, der dann seinen Einfluss auf das kleine Baby William Lindley hat. Es wird hier an dieser Stelle der 12-jährige Lindley dargestellt, wie er mit einer Elektrisiermaschine arbeitet. Es wird darauf hingewiesen, dass er 1827 in Wandsbek war, und zwar bei Pastor Schröder. Das war der Schwiegersohn von niemand anderem als Matthias Claudius. Hier wird auf seinen Wandsbek-Aufenthalt hingewiesen. Es wird auf die Vermessung der Lübeck-Bad Oldesloer Eisenbahn hingewiesen. Lindley war eine Zeit lang in Wandsbek als Jüngling und kam dann 1834/33 nach Hamburg und sollte im Auftrage eines Komitees eine Bahnlinie zwischen Hamburg und Lübeck vermessen. Das stieß auf gewisse Schwierigkeiten, weil dieses Gelände damals dem dänischen König gehörte oder zum dänischen Hoheitsgebiet jedenfalls gehörte. Und der das nicht so gerne mochte, denn er wollte lieber eine Bahnverbindung zwischen Altona und Kiel haben, die dann ja auch später realisiert wurde, sodass Lindley sein Vorhaben dort einstellen musste. Aber dann kam er in den 1840er Jahren wieder nach Hamburg zurück, und zwar im Auftrage der Gesellschaft, die die Hamburg-Bergedorfer Eisenbahn als Startpunkt für die spätere Hamburg-Berliner Eisenbahn dann realisieren sollte. Lindley hatte, das möchte ich vielleicht im Vorwege jetzt noch mal kurz zusammenfassen, nachdem er aus Wandsbek zurückgekommen war,
zunächst mal eine Ausbildung als Kaufmann durchgemacht, und zwar auf Wunsch seiner Mutter. Sein Vater war inzwischen gestorben und er musste diese Lehre aber abbrechen 1826, da diese kaufmännische Firma Konkurs hatte anmelden müssen. Und dann entschloss Lindsay sich, doch seinen Neigungen zu folgen und Ingenieur zu werden. Und das hat er bei dem Ingenieur Francis Giles durchgeführt, einem in England sehr renommierten Ingenieur, ein fleißiger Zivilingenieur in London, bei dem Lindley fast alles lernte, was er über Brücken, über Tunnel, über Wasserleitungen und Silsysteme wissen musste. Lindley war in Giles Büro zunächst mal als Lehrling und später als Assistent tätig und ist dann mit Giles Neffen in Hamburg dann auch zusammen tätig gewesen. Vorher hat er aber zum Beispiel mit an der Bahnlinie Newcastle-Carlisle gearbeitet oder an der Regulierung des Mersey Rivers oder dem Bau und Entwurf von Kanälen und Wasserversorgung. Alles Dinge, die ihm dann in Hamburg sehr zugute kamen. Dann wurde eben dieses Ingenieurbüro in London von der Hamburger privaten Gesellschaft zur Errichtung der Bahnlinie nach Bergedorf beauftragt und engagiert. Und Lindley reiste mit nach Hamburg. 1838 begannen dann die Projektarbeiten für den Bau dieser Bahn, die 1842 eingeweiht wurde. Sie sehen hier das Blatt, was dieser Bahnbau gewidmet ist. Zunächst mal oben die Bekanntmachung, dass der Rat 1840 diese Bahn genehmigt hat und eine Konzession dieser Gesellschaft erteilt im Juni 1840. Die Bahn sollte von Hamburg hier an dieser Stelle nach Bergedorf führen und ging hier durch das Billwerder Marschengebiet. Und das brachte natürlich einige Schwierigkeiten mit. Zunächst mal, wo startete sie in diesem Bereich? Also der Hamburger Hauptbahnhof befindet sich heutzutage hier etwa. Hier sehen Sie das Deichtor, also zwischen Deichtor und Hamburger Hauptbahnhof, aber innerhalb der Wallanlagen, da sollte diese Bahn beginnen. Sie sehen hier den Bahnhof, wie er dann später realisiert wurde, zur Orientierung. Hier ist dann später von Lindley die Wasch- und Badeanstalt Schweinemarkt gebaut worden. Sie können umgekehrt hier jetzt also den Bahnhof sehen. Sehen auch, dass das Bahnhofsplatz und Bahnhofstraße hieß. Es gab damals ja zunächst mal nur diesen einen einzigen Bahnhof in der Nähe des Klostertores. Die Bahn sollte eingeweiht werden am 7. Mai 1842. Nun wissen Sie alle, dass zwei Tage vorher, am 5. Mai 1842, der große Hamburger Brand ausbrach und es deshalb zu dieser Einweihung in dieser Form nicht kam. Auch die ausgegebenen Fahrscheine, wie diese zum Beispiel, die nur für die darauf bezeichnete Fahrt Gültigkeit hatte, konnte natürlich nicht verwendet werden, denn die Bahn wurde zwei Tage vor der Einweihung eingesetzt, um obdachlos gewordene Hamburger mit dieser Bahn, die ja schon funktionsfähig war, nach Bergedorf zu transportieren. Sie sehen im Hintergrund hier die Brandkatastrophe. Hier stürzt gerade der Nikolaiturm ein. Da hatte man also wirklich anderes zu tun. Man musste die Feuerglocke läuten und anderes zu tun, als nun eine großartige Bahneinweihung durchzuführen. Später wurde sie dann wirklich richtig eingeweiht. Wenn man dieses Blatt nochmal genau anschaut, dann sieht man hier ein Balkenwerk. Und dieses Balkenwerk, was Sie hier sehen, ist exakt dieses Balkenwerk, nämlich der Brücke, die über die Bille von Lindley gebaut worden ist. Und so etwas macht Soltau, der Grafiker, an vielen Stellen auf diesen Blättern, dass er Teile aus den Einzelzeichnungen in die Gesamtzeichnung übernimmt oder umgekehrt. Eigentlich könnte man auf dieses Blatt noch mindestens eine Viertelstunde schauen und immer wieder neue Dinge entdecken. Aber da wir ja nur anderthalb Stunden Zeit haben und eine halbe sogar schon rum ist, muss ich mich ein wenig sputen. Das nächste Blatt in diesem Album ist überschrieben Entwässerung des Hammerbrooks. Die Entwässerung des Hammerbrooks war notwendig geworden, weil die Eisenbahn, die Hamburg-Bergedorfer Eisenbahn, dort ja gebaut werden sollte
Und dazu musste dieses Brookgelände erstmal so entwässert werden, dass man da überhaupt vernünftig bauen konnte. Auf diesem Blatt sind 3 Personen abgebildet, zu denen ich gleich noch etwas sage im oberen Teil. Und im unteren Teil finden Sie 3 Abschnitte dieses Baus. Aber zunächst mal zum Hammerbrook selber. Sie sehen, das war also eine durch und durch nasse Angelegenheit. Und in dieser Richtung sollte hier so etwa die Bahn durchgeführt werden. Sie sehen das hier. Und dieses ganze Gebiet musste also zunächst mal trockengelegt werden. Hier ein Plan zur Verbesserung des Hammerbrooks von Lindley, ausgeführt, also ab 1841, letztlich durchgeführt bis 1844, als die Bahn selber schon längst fertig war, wenn man an diesen Stellen noch baute. Die Wasserbereiche, die hier sind, die Kanäle und das Bassin, das Hochwasserbassin, sind heute noch genau in dieser Form vorhanden. Ich werde es gleich nochmal auf einem Plan zeigen. Wesentlich daran beteiligt war einmal der Senatssyndikus Banks, den Sie hier abgebildet sehen, und Lindleys Freund, der Neffe von dem ursprünglichen Ingenieur Giles, die beiden, die Sie hier oben sehen. Im unteren Teil sieht man, wie der Hammerbrook zunächst mal ausgesehen hat. Darunter sind noch einige Namen, auf die ich gleich zu sprechen konnte. Dann muss ein großes Schöpfwerk gebaut werden, was dafür sorgt, dass das Ganze entwässert wird. Und dann muss natürlich eine Schleuse gebaut werden, damit man in diese Kanäle hineinkommt. Und von der Elbe, als Tide-Elbe, ist das nicht anders möglich als über eine Schleuse. Die Namen der hier unten Beteiligten, Amsig, Banks, Repsol, Sonin, Spalding und Woltmann, sind alle ausnahmslos in den Straßen in diesem Gebiet auch heute noch wiederzufinden. Das nächste Blatt ist das Blatt, was sich dem Brand in Hamburg widmet. Dem Brand und den unmittelbaren Folgen davon. Dieses Blatt ist geformt in Form eines Elfenbeinschreins, der als Triptychon, also als eine Art Altar, wie wir das in Altarbildern kennen, aufgebaut und hat eine ganze Reihe von Haupthandlungen, von Nebenhandlungen, von Teilhandlungen, von Einzeldarstellungen und fängt hier oben an dieser Stelle an mit einer Notifikation. Sie sehen diese Notifikation einmal, wie sie hier auf dem Blatt abgebildet ist, und hier in 2 verschiedenen Drucken und können erkennen, dass Soltau sich an diesem orientiert hat, denn hier auf diesem wird Mai mit I geschrieben, dagegen auf diesem anderen Druck wird Mai mit Y geschrieben. Was wird hier deutlich gemacht? Dieser Anschlag an verschiedenen Stellen in Hamburg angebracht, am 8. Mai, eigentlich noch während des Brandes, sagt die Polizeibehörde an großem Bedauern vernommen, dass die Herren Lindley, der Oberingenieur, und Giles, Ingenieur der Eisenbahn, und Herr Thompson, Ingenieur der Maschinenfabrik auf dem Grasbrook, wegen der Dienste, welche sie mit unseren Mitbürgern im Auftrage der Behörden zur Rettung unserer Stadt geleistet haben, angefeindet und verfolgt wurden. Und die Polizeibehörde fühlt sich aus diesem Grunde verpflichtet, ihrerseits diesen Ehrenmännern für ihre von den wohltätigsten Erfolgen begleitet gewesen großen Dienste schon jetzt öffentlich ihren Dank zu bezeigen. Dahinter steckt, dass die beiden oder die 3 Ausländer waren und man natürlich sehr schnell nach Ausbruch des Brandes nach Sündenbocken suchte. Und Sündenböcke sind per se damals, wie leider auch heute häufig, Ausländer. Und denen versucht man das in die Schuhe zu schieben. Und hier wurde dem nun entgegengewirkt. Im mittleren Teil dieses großen Blattes sehen Sie den Zusammensturz, den gerade eben Zusammensturz oder beginnenden Zusammensturz der Petrikirche. Alles rennet, rettet, flüchtet. Die Darstellung auf einem anderen Blatt, nicht zu diesem Album gehörig, zeigt, wie die Petrikirche kurz danach aussieht. Dies ist eine Darstellung, die schon zeigt, wie das Ganze nach dem Brand aussah, als nämlich die Arbeiter um 12 Uhr mittags
Das steht hier an irgendeiner Stelle, von den Baustellen kommen, zu ihrem Mittag gehen und dann wieder zurückgehen. Hier links übrigens der kurz vor dem Brand fertiggestellte Bau des Johanneums und der Stadtbibliothek an der Stelle, wo früher der Hamburger Dom gestanden hat. An den beiden Seitendarstellungen hier werden gute und böse Taten dargestellt. Einmal jemand, der aus einem Keller ein Pulverfass rettet, sodass das Ganze hier nicht von vornherein in die Luft gesprengt wird. Und hier die Verhaftung eines Menschen, der gerade angefangen hat zu plündern. Im unteren Teil hier eine Darstellung der neuen Börse, die auch kurz vorm Hamburger Brand fertiggestellt gewesen ist und die als einzige in diesem Bereich den Hamburger Brand überdauert hat, und zwar dank der Tätigkeit von Theodor Dill, dem in der Laichstraße auch ein Denkmal dafür gesetzt worden ist, und seiner 10 Leute. Dill war mit 10 Menschen in der Börse eingeschlossen und die haben aus den Fleten, die hier links und rechts damals bestanden, mit Eimern Wasser geschöpft und jeden auftretenden Brandherd in der Börse gelöscht, um das Gebäude zu retten. Klar, natürlich, ich behaupte mal, aber auch um sich selbst zu retten, denn sie waren ja in diesem Gebäude eingeschlossen. So viel zu dem Brand selber. Dann gibt es 2 Blätter, die leider fehlen als grafische Blätter, wo nur noch die Beschreibung vorhanden sind. Ich sagte schon, also Lindley selber hatte sie vor vielen Jahren ausgeliehen. Sie wurden nicht zurückerstattet und waren trotz aller Bemühungen bis 1900 leider nicht wiederzuerlangen. Und meines Wissens sind sie auch bis 2022 noch nicht wieder aufgetaucht. Aber wie gesagt, es gibt eine Beschreibung dazu. Es wird kurz dargestellt, was hier zu sehen ist, zum Beispiel die Börse, die den Brand überdauert hat. Es werden 2 Grundpläne entrollt, nämlich vor und nach dem Brand. Und es werden einige Ansichten deutlich gemacht, die während des Brandes verloren gegangen sind. Im Einzelnen will ich das nicht sagen, sondern versuchen, einiges davon auf diesen Zeichnungen und auf diesen Blättern deutlich zu machen. Das ist ein Plan des Brandes vom 5. bis 8. Mai, den wir, mit wir meine ich die Fritz-Schumacher-Gesellschaft und ganz besonders meine ich damit Dieter und Gisela Schädel, die vor einem guten Jahr die Ausstellung Hamburg zwischen 1814 und 1914 in Gebäude der Handelskammer, neuen Börsengebäude, gezeigt haben. Und auf diesem Plan wird deutlich, wie der Brand sich ausgebreitet hat. Hier wird nämlich im 6-Stunden-Abstand immer gezeigt, wie weit der Brand sich bereits ausgebreitet hat. Und Sie sehen hier unten 5. Mai, 6. Mai, 7. Mai und 8. Mai. Es wird auch angezeigt, wo man versucht hat, durch Sprengungen den Brand aufzuhalten. Eine besonders markante Sprengung war die Sprengung des alten Rathauses, was ja nicht zu einem Ergebnis führte, weil der Brand schon drüber weggehuscht war. Es war die Sprengung hier von dem Gebäude von Heine, von Salomon Heine. Das hat zum Erfolg geführt, denn zum Gänsemarkt hat sich das dann nicht weiter ausgebreitet. Und Sie sehen hier in Rot eingezeichnet die Gebäude, die in diesem Brandgebiet stehen geblieben sind. Und das größte stehengebliebene ist hier nur das Gebäude der neuen Börse. 2 kleinere Gebäude hier, alles andere Schutt und Asche. Gut, hier nochmal die Signatur in etwas größerem und rot eben stehengebliebene Gebäude. Hier kann man auch sehr schön erkennen, dass wir hier noch nicht den Rathausmarkt hatten. Das Rathaus ist ja erst danach versetzt worden, geplant war es schon. Dieses ist also noch der alte Platz. Sie sehen also auch hier die kleine Alster, die anschließend dann in diesem Bereich abgetrennt wurde. Und dieses ist heute ein Teil des Rathausmarktes. Und Sie können hier einen Vergleich sehen zwischen dem alten Plan und dem neuen Plan. Es wurde kurz nach dem Brand
wenige Tage danach eine technische Kommission gebildet. Und diese technische Kommission hat dann den Neuaufbau, den Wiederaufbau geleitet, hat insbesondere zunächst mal einen neuen Stadtplan hergestellt. Und Sie können sehen, hier also der Bereich um die Kleine Alster rum. Im Neubauplan war das Ganze dann so, wie wir die Kleine Alster heutzutage kennen, mit der neu gestalteten Schleusenbrücke. Sie sehen hier das Gewirr an der Seite der Binnenalster. Und danach wurde das dann hier sehr regelmäßig aufgebaut, nahezu in diesem Bereich fast schachbrettartig. Ich sagte schon, die Technische Kommission hat diesen Wiederaufbau geleitet und Lindley gehörte von Anfang an zu dieser Technischen Kommission. Und die Technische Kommission hat dann im August 1842 einen Plan zum Wiederaufbau angenommen und der ist hier unterschrieben von den Mitgliedern der Technischen Kommission. Sie sehen diese Unterschriften hier und hier noch etwas deutlicher. Chateauneuf, Privatarchitekt, Ludolf, ein Geometer, Klees Wölbern, ebenfalls ein Architekt, Reichert, ein mehr theoretischer Architekt, Wimmel, der Stadtbaumeister und Heinrich, mehr im Ingenieurbereich tätig und Geometer. Was fehlt, ist die Unterschrift von Lindley und übrigens auch die von Semper, der ebenfalls mit zur Technischen Kommission zumindest am Anfang gehörte. Was war geschehen? Es gab eine Auseinandersetzung über diesen Plan und Lindley hatte am 15.8., also 10 Tage bevor dieses war, wegen dieser Auseinandersetzung und der Anfeindung, die er insbesondere von Wimmel und auch von Heinrich und von Wübbe bekam, wutentbrannt Hamburg verlassen und war nach London gegangen und ist erst im September auf Drängen mehrerer Senatoren wieder nach Hamburg zurückgekommen, um, wie es dann hieß, die Früchte seiner Arbeit dann selber auch einzuheimsen. Hier sehen Sie noch einmal einen Vergleich, Hamburg vor dem Brand, Hamburg nach dem Brand, insbesondere also hier die Börse an der Stelle und hier dann die später, erst 1896, dann wirklich fertiggestellte Rathaus. Ja, dann möchte ich Sie allmählich bitten, wieder vor Ihrem Bildschirm Platz zu nehmen. Und ich fahre in meinem Vortrag fort. Das Blatt Nummer 7, was in der grafischen Gestaltung leider ebenfalls fehlt, trägt die Überschrift Sielanlage. Die Sielanlage war schon in Überlegung, die Überlegung dazu gab es jedenfalls schon vor dem Hamburger Brand, weil man gesehen hatte, dass das Abwasserproblem Hamburgs immer größer wurde und man eben aus England wusste, dass man ein solches Abwasserproblem durchaus lösen kann. Im März 1843, also im Zusammenhang mit dem Hamburger Brand, wurde dann gesagt, mit dem Neubau der Straßen könnte man doch auch gleich verbinden, den Neubau einer solchen Sielanlage zur Entwässerung der Stadt Hamburg. Und Sie sehen hier einen der Berichte, Lindley hat eine ganze Reihe geschrieben über die Entwässerung der Stadt Hamburg. Dieses Projekt war durchaus nicht unumstritten, insbesondere der Wasserbaudirektor Heinrich Hüppe war ein erklärter und entschiedener Gegner des Lindleyschen Sielplans, überhaupt ein erklärter Feind des modernen englischen Ingenieurwesens und Lindley war für ihn die Inkarnation desselben. Und Hüppe entwickelte in den Wiederaufbaujahren einen für die Engländer, insbesondere also für Lindley, nervenaufreibenden Schriftenkampf. Und Lindley musste sich immer wieder dagegen wehren, denn Hüppe war zum Beispiel der Meinung, dass diese Entwässerung, die Lindley vorschlug und die in England realisiert worden war, gar nicht funktionieren könnte, eine solche Schwemmkanalisation. Zunächst mal sehen Sie hier eine Zusammenstellung des Kostenanschlages und können erkennen, ein Bereich innerhalb der Brandstätte,
ein Bereich außerhalb der Brandstätte und einige Beträge waren hier schon bewilligt und insgesamt unterzeichnet von Lindley, genauso wie sie hier oben in dem geognostischen Plan ebenfalls die Unterschrift wie an vielen, vielen anderen Stellen sehen könnten. In der Schrift von Lindley wird natürlich die Frage gestellt, zu welchem Zweck sollen Siele angelegt werden? Und die werden hier beantwortet und wurden auch in anderen Schriften beantwortet, zum Teil wortgleich. Dies ist ein Auszug aus einer anderen Schrift von Lindley, aber mit wortgleicher Begebung. Völlige Abwässerung der Häuser, Höfe und Keller der Stadt zu jeder Flutzeit. Also diese drei Zwecke wurden im Wesentlichen erreicht oder sollten erreicht werden, und zwar durch direkte Einführung der Abwässer in den Stromgang der Elbe. Und dazu hat Lindley neue Silprofile entwickelt, die sogenannten Eiprofile. Und Sie sehen hier eine Reihe von diesen Eiprofilen. Man konnte sie im Nachbau damals 2008 auch sehr schön im Museum für Hamburgische Geschichte als Modelle sehen. Die sind also hier in diesem Bereich weniger stark gekrümmt als hier, sodass durch diese Schwemmkanalisation nach den Erfahrungen, die man in England hatte, das Gut, was dort weggeschwemmt werden sollte, wirklich gut funktionierte. Hier sehen Sie einen Querschnitt durch die bis 1890 dann entwickelten verschiedenen Eiprofile, können auch sehen, dass man diese Abwasserkanäle benutzen kann, um Frischwasser- und Gasleitungen zu verlegen und entsprechende Serviceleitungen dazu dort auch noch unterzubringen. Wie verlief diese Siele? Es wurden also Stammsiele in der Altstadt und Marsch und in der Geest und Neustadt geschaffen. Und Sie können hier sehr schön die geognostische Karte erkennen. Hier also die Geestzunge von der einen Seite, hier die viel breitere Geestzunge von der anderen Seite. Und dazwischen war hier eben die Stelle, weshalb Hamburg überhaupt gegründet wurde, nämlich die Furt durch die Alster. Und das musste natürlich mit diesem Gefälle zur Elbe hin organisiert werden. Hier also die dann entworfenen und ausgeführten Teile. Rot ist das ausgeführte Hauptziel, rot gestrichelt das projektierte Hauptziel. In der Zeit wurde überlegt, Harvestehude als Stadtteil auszubauen, und da musste natürlich dann auch eine Kanalisation gemacht werden. Das ist übrigens der Teil, den ich hier überhaupt nicht bespreche. Lindley hatte auch für diese Stadtteil einen Stadtplan entworfen, der ausführlich in dem vorhin angerissenen Artikel von Hermann Hipp besprochen wird. Also hier die Darstellung des realisierten Sieles, hier das Ganze etwas genauer, und Sie können erkennen, ein Siel führt hier unter der Resendammbrücke durch. Und das war natürlich eine gewisse Schwierigkeit, weil hier gleichzeitig ja die Binnenalster mit der Kleinenalster verbunden sein musste. Und auch das hat Lindley in Form eines Dükers realisiert. Sie sehen, dass das geht hier unter der Brücke durch. Der Querschnitt wird dann etwas reduziert. Wir haben den oberen Teil nicht, sondern es fließt dann wirklich nur im unteren Teil, sodass hier genügend Wasser zur Verfügung stand, damit der Schiffsverkehr, insbesondere die Schuten, dort rein und rausfahren konnten. 1865 sah das besiedelte Gebiet etwa so aus. 1910 hatte sich das wesentlich vergrößert, auch in Richtung Altona. Altona war silmäßig damit angeschlossen, wassermäßig übrigens nicht, wie wir gleich sehen werden. Das Stadtgebiet von Hamburg sah so aus. Dieses hier war preußisches Gebiet, dieses auch ursprünglich dänisches, dann also preußisches Gebiet. Hier die Walddörfer, da noch nicht angeschlossen wurden, aber später dann mit dazu kam. 1938 nach dem Groß-Hamburg-Gesetz war das besiedelte Gebiet sehr viel größer geworden. Aus 7.000 Hektar waren dann 18.000 Hektar geworden. Und 1973 hatten wir eine Fläche von 24.000 Hektar dann. Parallel dazu waren die Überlegungen, können wir die Wasserversorgung Hamburgs nicht auch verbessern?
Sie sehen hier das Blatt zur Stadtwasserkunst und hier das grafische Blatt dazu. Zunächst aber ein Blick, wie sah es vor 1848 aus? Es gab eine ganze Reihe von privaten Wasserkünsten. Hier zum Beispiel die Wasserkunst am Oberdamm, das heißt am Ende der Binnenalster, wo Wasser hochgepumpt wurde durch ein diffiziles Gestänge und Leitung in ein Bassin oben in diesem Haus. Und von dort gingen dann einzelne Leitungen in die benachbarten Häuser und versorgten diese mit Wasser. Lindley hat jetzt versucht, diese einzelnen Wasserkünste zu ersetzen. Und zwar dadurch, dass in Rothenburgs Ort zunächst mal aus der Elbe, und zwar aus dem Teil der Elbe, die weitgehend frei von Verschmutzung durch Hamburg war. Natürlich kam durch Ebbe und Flut auch in diesem Bereich, aber es war doch jedenfalls oberhalb von Hamburgs, in verschiedenen Ablagerungsbecken, leider nur Ablagerungsbecken. Lindley hatte, um das gleich zu sagen, hier auch schon vorgeschlagen, Filterbecken einzurichten. Das wurde ihm vom Senat aus Kostengründen nicht genehmigt. Und wir alle wissen, dass 1892 dieses Versäumnis eines der wesentlichen Gründe für die verheerenden Folgen der Cholera-Epidemie gewesen sind. Lindley hat zum Beispiel für Altona so etwas geschaffen zu der Zeit mit Filteranlagen und Altona ist von der Cholera so gut wie völlig verschont geblieben. Zurück zu diesem Blatt. Sie sehen hier einmal diesen Wasserturm, wie er häufig genannt wird, aber es ist kein Wasserturm im herkömmlichen Sinne. Es ist eben oben kein Wasserbehälter vorhanden, sondern es wird Wasser hochgepumpt und sofort wieder abgelassen, sodass es nur durch den Druck, der erzeugt worden ist, aufgrund seiner vorhandenen potenzielle Energie, die dann in kinetische Energie wieder umgesetzt wird, in das Wassernetz hineinfließt. Eine solche Zeichnung, wie sieht das Ganze von außen aus, wie sieht es von innen aus, hat Soltau an verschiedenen Stellen durchgeführt. Also hier die Absetzbecken, von dort ging Leitung Richtung Stadt, sodass dann von hier aus, es ging eine Zweigleitung in den Bereich Borchfelde, aber der Wesentliche in diesem Bereich und dann wurde die ganze Stadt damit versorgt. Allerdings mussten natürlich die Teile, die hier schon wieder in dem ansteigenden Bereich waren, dadurch versorgt worden, dass man zwischendurch Hochbecken erzeugte. Das werde ich gleich noch in einem Teil zeigen. Dieser Turm diente also zur Druckregulierung. Das brauchten wir hier eine Maschine, eine Pumpe, die das Wasser hochpumpte und dann auf der anderen Seite es wieder abfließen konnte. Durch die Leitungen kam es dann hier in der Hauptwasserleitung zu dem Hauptröhrenknoten auf dem Meßberge, wo das dann in verschiedene Teile verteilt wurde. Wir haben hier auf dem Stintfang ein Stintfangbassin. Das war eben notwendig, dass das Wasser dort zunächst mal noch wieder hochgepumpt wurde, damit die Gegenden, die jenseits der Alsterfurt vorhanden waren, auch mit Druckwasserleitungen versorgt werden konnten. Sie sehen hier einen sogenannten Notpfosten. Kein Haus war mehr als 300 Fuß von einem solchen Notpfosten entfernt. Und aus diesem Notpfosten gehen hier zwei, also Hydrant könnte man auch dazu sagen, zwei Leitungen ab. Die eine Leitung geht hier oben zu einer Leitung, die dazu dient, dass Feuer gelöscht werden kann. Und die andere dient dazu, dass Pflanzen besprengt werden können. Also zwei der Nützlichkeiten von Wasser. Der Turm wurde bald ein Wahrzeichen von Hamburg. Hier sehen Sie eine Lithografie von Peter Suhr, der ja viele von diesen Hamburg-Sehenswürdigkeiten in seinen Lithografien verewigt hat. Hier nochmal ein Durchschnitt durch einen Teil der Hermannstraße, wo wir einmal hier das eiförmige Siel sehen können mit den Abflüssen, die von der Straße herkommen, mit den Abflüssen, die von den Häusern herkommen. Das ist also das Sielsystem. Andererseits sehen wir hier aber die Wasserleitungen, die in die Häuser hineinführen und bis nach oben führen und hier den Notpfosten, sodass die Feuerwehr genügend Druck hat,
um 1, 2, 3, 4 Geschosse hoch tatsächlich Feuer dann löschen zu können. Ja, in diesem Blatt sind wie in vielen Teilen eine Unmenge von Details untergebracht, was Ihnen vielleicht noch gar nicht aufgefallen ist. Die Berandung hier ist ein Metallgitter, denn die Wasserröhren waren aus Metall, aus Eisenröhren gestaltet und dieses Metall hat der Grafiker Soltau dann benutzt, um auch hier die Umrandung zu kennzeichnen und hier eine Kleinigkeit. Auch Brunnen werden durch Wasser versorgt und dann wird hier ein schöner Kunstbrunnen einmal dargestellt. Kommen wir vom Wasser zum Feuer. Auch dort hat Lindley sich betätigt, nämlich indem er eine große Gasanstalt realisiert hat. James Godfrey Booth, ein Saatengroßhändler, war aber gleichzeitig auch derjenige, der die erste Gaskompanie als private Kompanie für Hamburg gegründet hat und damit die erste Gasanstalt gegründet hat. Er war einerseits im Garten- und Blumenbauverein als Saatengroßhändler tätig. Andererseits engagierte er sich aber dafür, dass die Straßenbeleuchtung in Hamburg von Öl auf Gas umgestellt wurde. Und dazu unterzeichnete er dann für seine Kompanie, aus der später die Hamburger Gaswerke hervorgingen, mit der Kämmerei der Stadt einen Vertrag, dass er für 30 Jahre das Gas liefern kann. Und für diese Gaswerke hat Lindley dann auf dem Grasburg diese große Gasanstalt gebaut, auch hier wieder zweigeteilt, einmal von außen, einmal von innen, rechts das Reinigungshaus, links das Retortenhaus und hier einige Daten mit der Entwicklung der Gasentwicklung zu tun haben. Und links und rechts zwei Darstellungen, die, wie es in dem Beschreibungsblatt hat, diese Fakta geben Stoff zu den beiden Nebenkompositionen. Nun hier zunächst noch einmal eine Darstellung des unteren Teils. Sie sehen hier wie den Namen von Soltau und können hier die Jahreszahlen sehen, in denen das Ganze durchgeführt wurde. Und hier wird eben dargestellt, der Kampf zwischen Öllampe und Gaslampe. Na klar, wer gewinnt? Die Gaslampe, die Öllampe knickt ein und verschwindet. Auf der anderen Seite wird dargestellt, dass während des Baus gefährdete ein in der Nähe entstandene Feuersbrunst das Gerüst desselben. Und dem Vernehmen nach ist Lindley selber mit einem Wassereimer darauf gestiegen und hat den Brand gelöscht. So viel zu den Seitendarstellungen, die hier links und rechts zu sehen sind. Und hier noch einmal diese beiden Häuser, die für den Betrieb der Gasanstalt notwendig waren. Hier eine Darstellung dieser Gasanstalt zu späteren Zeitpunkt, als hier bereits 3 Gasometer vorhanden waren. Wie gesagt, der Grasburg ist dann später das Energieherz Hamburgs geworden. Das heißt, dieser ganze Bereich, in dem heute das Überseequartier Süd gebaut wird, wurde von dieser Gasanstalt angenommen. Und hier eine Darstellung aus dem Jahr der Fotografie aus dem Jahre 1930. Wir hatten damals aus den ersten Gasanstalt, dann dem Lindley-Gaswerk, hervorgehend 1878 mit 50.000 Kubikmeter den größten Gasbehälter Europas in Hamburg stehen. Das wurde dann 1909 nochmal übertrümpft mit einem 4-mal so großen Riesengasometer. Die ganze Anlage wurde nach dem Weltkrieg durchgreifend erneuert, bekam aber nach der zweiten Sturmflut, also nicht 1962, sondern 1976, nach der Sturmflut erhebliche Schäden und musste danach stillgelegt werden. Insbesondere da inzwischen auch weitgehend mit Erdgas gearbeitet wurde. 1981 ist die letzte Gaslaterne in Hamburg beseitigt worden. Und seitdem wird das gesamte Versorgungsgebiet nur noch mit
Erdgas beliefert, sodass diese großen Gasometer und die Gaswerke nicht mehr notwendig sind. 1930 war die Gasversorgung so, wie sie hier waren. Altona hatte ein eigenes Gaswerk. Wandsbek wurde von Hamburg schon mitversorgt, obwohl die Grenzen von Hamburg ja damals noch in diesem Bereich liefen. Und man sieht also, wie groß das Gasversorgungsgebiet hier schon 1930 war, weit in das preußische Gebiet hinein. Das 10. Blatt dieses Albums beschäftigt sich mit verschiedenen Bauten, die Lindley durchgeführt hat. Und zwar in Hamburg oder in Umgebung von Hamburg, aber auch außerhalb. Das Blatt ist so angelegt, dass es ein Medaillon ist mit 4 verschiedenen Seiten und einer Zentraldarstellung. Zunächst mal haben die Engländer, die damals Besitzer von Helgoland waren, das ist ja erst später von Bismarck eingetauscht worden, sodass es zu Deutschland kam. Hier sehen Sie den Falm. Der Falm ist das Oberland und es musste vom Unterland zum Oberland eine neue Treppe gebaut werden und diese Treppe hat Lindley entworfen und bauen lassen. Das zweite, was hier abgebildet ist, ist ein Lokomotivgebäude für die Berliner Eisenbahn, ein Lokomotivgebäude, was in Bergedorf stand. Gleichzeitig wurde dort ein Güterschuppen eingerichtet, sodass die Güterwagen auch von Schuten beladen werden konnten, sodass ein kleiner Kanal von der Bille dorthin gelegt wurde. Und dann musste natürlich eine Schleuse gebaut werden und ein Vorhafen dieses Bahnhofs. Das sind also einige kleine Bauten von Lindley. Komme ich zum vorletzten Blatt dieses Lindley-Albums, in dem eine Reise dargestellt wird. Eine Reise, die fast einen Monat dauerte, im Oktober und November 1849, die Lindley zusammen mit Martin Eduard Herlein durchführte, seinem späteren Schwiegervater. Herlein war mit in der Deputation, die den Wiederaufbau Hamburgs unternahm und hatte in diesem Zusammenhang auch den Auftrag, zusammen mit Lindley Kongresse zu besuchen, zum Beispiel einen in Wien. Und dann hatten die beiden sich vorgenommen, dass sie, nachdem sie die Pflicht durchgeführt haben, noch eine Kür hinterherlegten und dann durch Österreich und über Oberitalien reisen wollten. Das Blatt zeigt in etwas verschlungener Form die verschiedenen Stationen. Sie sehen hier Venedig zum Beispiel, die ausgeführt wurden mit einzelnen Teilen, Kirchen, die besucht wurden, Städten, die besucht wurden, der St. Lorenzbrunnen in Nürnberg, der betrachtet wurde. Also eine Vielzahl von Objekten. Es ging in Hamburg los, über Berlin nach Breslau. Es wurden einige Heilige besichtigt. Man war nach dem Aufenthalt in Wien dann zu den mehr angenehmen Teilen übergegangen. Sie sehen hier, wie die beiden mit einer Gondel vor Venedig fahren. Aber sie waren auch in München und haben vom Münchner Kindl präsentiert, das Münchner Bier genossen. Und insgesamt ging es ihnen überhaupt gut. Man sieht die beiden hier auf einem Hummer reiten. Also sie haben gut gegessen, gut getrunken und sind sich dabei durchaus näher gekommen, so weit näher gekommen, dass Lindley dann danach in dem Hause von Herlein ein- und ausging und dann 1852 die Tochter heiratete. Er verlobte sich im März, heiratete sie im April und im nächsten Januar war das erste Kind da. Und die Verehrer von Lindley kamen eben diesen raschen Zeitplan nicht so schnell hinterher. Deshalb ist dieses Lindley-Album dann erst im September nach der Hochzeit, die im April stattfand, übergeben worden. Das letzte Blatt in diesem Album ist mit einer kleinen, rosa gefärbten, durchsichtigen Folie oder Blatt überdeckt, auf dem zu lesen ist Zukunft.
Das heißt, hier wird dargestellt, welche zukünftigen Projekte Lindley um 1852 hatte. Einige davon sind realisiert, andere nicht realisiert. Realisiert worden ist die Wasch- und Badeanstalt auf dem Schweinemarkt, die hier dargestellt wird, einmal mit einem Querschnitt und einmal mit der Darstellung des Turmes und dieser Wasch- und Badeanstalt, von der ist seit 1963 nichts mehr vorhanden. Aber wenn Sie in der U-Bahn-Haltestelle Steinstraße zu Fuß den einen Ausgang herausgehen, dann kommen Sie eben auf diese Mosaikdarstellung und Sie sehen hier genau diese Darstellung des Querschnitts. Hier eine etwas genauere Zeichnung des Ingenieurvereins, Ingenieur- und Architektenvereins abgedruckt ist. Hier ein Grundriss des Erdgeschosses und Sie sehen, was hier vorhanden war. Es waren Duschbäder und Wannenbäder vorhanden und zwar mit einem Eingang für Männer, mit einem Eingang für Frauen. Für Frauen ging es rechts in die erste Klasse, links in die zweite Klasse. Bei den Männern ging es auch rechts in die Klasse, links in die zweite Klasse. Es gab Dusch- und Wannenbäder und insbesondere die Bewohner der Gängeviertel wussten es durchaus zu schätzen, wenn es auch natürlich nicht immer pekuniär zu leisten war, dass sie dort hingehen konnten. Es war also eine durchaus sozial-hygienische Maßnahme, die Lindley da durch diesen Bau durchgeführt hat. Hier ein Blick in die Steinstraße hinein mit der alten Jakobikirche. Der ganze Turm wurde 1963 abgerissen. Sie sehen hier noch den Grundbereich. Ich selber habe seit 1945, als wir wieder nach Hamburg kamen, im Pulverteich gewohnt und ich erinnere mich noch gut an diesen Schornstein. Ich bin dort häufiger dran vorbeigegangen. Hier nochmal die Darstellung in der U-Bahn, auf die ich eben schon hingewiesen habe. Ein anderes Zukunftsprojekt war der Bau einer Eisenbahnbrücke von Hamburg nach Wilhelmsburg. Ich möchte noch mal daran erinnern, dass die Eisenbahnbrücke, die Hamburg mit Süddeutschland verbindet, erst 1875/76 gebaut worden ist. Das heißt, das war wirklich noch ein Zukunftsprojekt. In dieser Form ist das dann nicht gebaut worden, aber in anderer Form. Die Straßenverbindung Hamburg-Süddeutschland ist ja erst mit den beiden Elbbrücken 1899 realisiert worden. Ein anderer kleiner Teil, der auf diesem Blatt zu sehen ist, ist ein Grabsteinentwurf für Heinz Christian Meyer, genannt Stockmeyer. Das war Hamburgs erster Großindustrieller. Er stellte unter anderem Stockschirme her und deshalb, um ihn von den vielen anderen Meyers zu unterscheiden, nannte man ihn Stockmeyer. Der Grabstein ist so von Lindley gestaltet worden, dass das Sterbedatum, was ja eben noch nicht bekannt war, 1852, offengelassen war und der Symmetrie halber ist dann auch das Geburtsjahr noch offengelassen. Ein anderes großes Projekt, was in der Luft lag, war die Erweiterung des Hafens. Denn Hamburg war, die Dampfmaschine war ja schon erfunden worden und wurde auf Schiffen eingesetzt, zusammen mit Segeln, in dem Dilemma, was für einen Hafen leisten wir uns, einen Tidehafen oder einen Dockhafen. Lindley war für einen Dockhafen. Wir wissen, dass Dahlmann später den Tidehafen durchgesetzt hat. Und das war auch gut so, denn wenn wir den Dockhafen realisiert hätten, wäre Hamburg sehr schnell an seine Grenzen gekommen, während ein Tidehafen ja sehr viel ausbaufähiger gewesen ist. Aber jedenfalls hat Lindley sich dazu auch Gedanken gemacht. Lindley war während der ganzen Zeit, die er in Hamburg tätig war, kein Beamter der Stadt Hamburg. Er war Ausländer. Er war technischer Konsulent der Baudeputation und als freiberuflicher Ingenieur tätig. Aber ab etwa 1840 bis mindestens 1857 der heimliche Chef des Hamburger Bauwesens. 1857 gab es dann einen Plan. Lindley sollte oberster technischer Beamter, Oberbaurat des Hamburger Bauwesens werden. Aber ab 1857 gab es in Hamburg die Zeit des Verfassungskonfliktes. Hamburg sollte eine neue Verfassung bekommen und bekam sie 1860 aus.
Und da hatte die gewählte Bürgerschaft nun das volle Etatrecht. Und im Rahmen dieses Etatrechts verlangte es eine gesetzliche Regelung aller Deputationen, also auch des Etats der Baudeputation. Und da das nicht so schnell geschehen konnte, musste alle freien Mitarbeiter zum Jahresende entlassen werden. Und das war nun ein wirklich bedeutsamer Einschnitt. Es war auch so, dass ab 1857 eine Reihe der Gönner von Lindleben nicht mehr tätig waren, zum Teil gestorben waren oder, wie ich vorhin schon erzählte, nicht mehr zurechnungsfähig waren, sodass der Stern Lindley sowieso im Sinken war. Lindley hatte noch überlegt, den Hamburger Bürgerbrief zu erwerben, aber das ging eben auch nicht. Und mit der nicht vorhandenen gesetzlichen Regelung musste Lindley seine Tätigkeit einstellen und verließ dann im Oktober 1860 endgültig Hamburg. Er ist später nochmal wiedergekommen, um die Urne seiner dann schon verstorbenen Frau Julia hier in Hamburg beizusetzen, aber er hat für Hamburg nichts mehr gemacht. Ich möchte Ihnen zum Schluss vorlesen, das, was Hermann Hipp 2008 in seinem Artikel über William Lindley auch als Schlusswort gesetzt hat. Er zitiert dabei nämlich aus Martin Hallers Lebenserinnerungen, also unserem großen Hamburger Architekten, der unter anderem ja Mitarchitekt und Hauptarchitekt des Rathauses war. Haller schreibt in seinen Lebenserinnerungen, und Hipp zitiert das eben da noch einmal, Lindleys Verdienste um Hamburg brauchen nicht durch ein Denkmal gefeiert zu werden, denn seine Meisterwerke, die Siele, die Wasserkunst und die Gaswerke, daneben noch manches andere, um welches uns Deutschland seinerzeit beneidete, bestehen in ihren Grundlagen noch heute und sind ein beredtes Zeugnis seines segenreichen Wirkens. Als kleines, sichtbares Zeichen dankbarer Anerkennung befindet sich sein in Holz geschnitztes Porträt an dem von Max Schinkel gestifteten großen Kamin des Phoenixsaals im Rathaus, jenes Raums in unserem Rathaus, welches von mir, also von Haller, dem Andenken an Hamburgs Übergangszeit von 1842 bis 1860 gewidmet ist. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Haller hat das in seinen Lebenserinnerungen, also etwa so um 1920 herum geschrieben, aber auch heute können wir noch sagen, denn seine Meisterwerke, die Siele, die Wasserkunst und die Gaswerke, na gut, die Gaswerke nicht mehr, bestehen in den Grundlagen noch heute. Zumindest also die Siele und die Wasserkunst gehen direkt auf Lindley zurück, sind natürlich weiterentwickelt worden. 1891 gab es ein Buch mit Hamburgs hervorragenden Baudenkmälern und Sie sehen, dass zwei der Werke von Lindley bei diesen der Größe nach angeordneten Hamburgs hervorragenden Baudenkmälern Werke von Lindley sind. Einmal die Badeanstalt am Schweinemarkt, immerhin mit einer Höhe von 44 Metern, doch eines der höheren Bauwerke, und mit 73 die Stadtwasserkunst am Rothenburgsort, die man ja auch heute noch immer von der S-Bahn aus sehen kann, wenn man von Hamburg nach Bergedorf führt. Lindley hat nach seinem Hamburger Leben noch ein weites Leben in ganz Europa geführt. Er hat verschiedene Wasserversorgungs- und Entsorgungssysteme in zahlreichen weiteren europäischen Städten geschaffen, hatte eine große Familie, wir sehen hier 1896 im Rahmen seiner Familie als alten Mann sitzen. Ich sagte schon, ich hätte Ihnen natürlich noch vieles andere erzählen können, aber dazu greifen Sie bitte auf Sie, zum Beispiel auf die Bücher von Herrn Pelke zurück. Ich wollte mich ja längs hangeln an diesem Album von Lindley. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Ich habe eine PDF-Datei mit Literaturangaben, einer kurzen Linksammlung und auch einigen Fotos von diesen Folien, nicht allen,
vorbereitet, sende Ihnen das gerne an Ihre E-Mail-Adresse. Da ich aber im Gegensatz zu meinen anderen Zoom-Vorträgen von Ihnen die E-Mail-Adresse nicht habe, weil wir das für den VHG so machen, dass jeder sich einwählen kann. Wer also Interesse an dieser PDF-Datei hat, müsste mir in den nächsten Tagen seine E-Mail-Adresse an jörg.beleitis@gmx.net schicken. Dann schicke ich Ihnen so etwas zu. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass ich mit Herrn Nikolaisen verabredet habe, dass noch weitere Vorträge unter diesem Motto von VHG-Mitgliedern und für VHG-Mitglieder durchgeführt werden. Zwei davon von mir, und zwar einen weiteren am Mittwoch, den 9. Februar. Dann werde ich etwas über den Hamburger Rathausmarkt sagen. Das ist nicht der Rathausvortrag, den ich hier schon mal gehalten habe, dadurch über die Rathausfassaden. Dieses hat wirklich den Rathausmarkt ohne das Rathaus zum Thema mit seinen Denkmälern und Skulpturen. Und einen guten Monat später, im März wiederum, an einem Mittwoch um 18 Uhr, werde ich etwas zu Brunnen in Hamburg sagen. Deutung, Geschichte, ausgehend vom Hansabrunnen bis zum Stuhlmannbrunnen. Hamburg ist ja nicht eben reich an Brunnen, weil Hamburg keine Residenzstadt war. Aber wenn man sucht, kann man doch eine ganze Reihe finden. Und einige von denen möchte ich Ihnen im März vorstellen. Zu Nachfragen oder Ergänzungen schreiben Sie an meine Adresse.